And I can't wait till we can break apart. To hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist. Hey Leute, hier ist wieder euer Pascal Miguel und ich habe grandiose Neuigkeiten für uns und zwar richtig, also ich feiere diese Neuigkeit richtig. Da unten seht ihr den KV Max, der mich hier abballert, der kleine Hund. Ja, den hört ihr diesmal nicht, er hilft mir aber, beziehungsweise wir beide haben das hier herausgefunden und zwar, wie ihr hier schon seht, ich denke ihr kennt noch, wir können euch das alte Video dann auch in die Videobeschreibung packen. Ich denke, ihr kennt noch den alten Glitch, wo man sich hier hingestellt hat, einer unten, einer oben. Ich muss gerade hier die paar killen, die hier aus der Barriere rauskommen. Und zwar, da seht ihr es schon, die ganzen Zombies häufen sich da an. Und ja, dieser Glitch wurde ja gepatcht und zwar ist hier so eine unsichtbare Wand. Ihr seht, ich stehe nicht richtig in der Ecke, aber wir haben es herausgefunden. Ihr dürft einfach nur nicht ganz so hier an die Wand ran, sondern müsst nur so in diese Mitte davon oder so, also je nachdem. Ihr könnt sie immer noch abschießen dort, so wie KVMax es gerade tut. Ein kleines Manko hat es und zwar die Zombies, wie ihr schon am Anfang gesehen habt, kommen aus der Barriere noch raus. Ihr müsst mal gucken, vielleicht geht's mit drei Leuten. Wir waren jetzt hier nur zu zweit, wo wir das hier herausgefunden haben. Also müsst ihr gucken, ob es mit drei Leuten vielleicht geht, dass die dann hier vorbeilaufen. Das ging ja damals, wenn einer in der einen Ecke und der andere in der anderen Ecke. Ansonsten ging das theoretisch auch, wenn die Person in der Mitte stand. Aber auf jeden Fall müsst ihr euch so positionieren wie KV Max. Ihr seht es hier so zwischen die beiden Ecken, dann klappt das auf jeden Fall. Es ist halt ein bisschen doof, dass diese Barriere noch euch angreift, aber wenn ihr eine wirklich gut gepunchte Waffe habt oder eine Raygun, das ist dann auch ziemlich easy. Ansonsten könnt ihr die da anhäufen und ja, da seht ihr, da kann man locker easy killen. Das war der letzte Zombie. Und ja, das ist in einer niedrigen Runde bringt das nicht viel, aber in einer echt fett hohen Runde ist das richtig geil. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen auch. Ich werde hier nicht viel weiter labern. Ich denke, aus der First-Person-Sicht muss ich das unten nicht zeigen von KV Max, weil das ist, denke ich, eindeutig. Ich hoffe, der Glitch hat euch gefallen. Ich hoffe, er hilft euch und so weiter. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Liked es auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat. Abonniert uns auch, falls ihr es noch nicht getan habt. Teilt das Video mit euren Freunden, damit die das mit euch machen können. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, Peace, Leute. Haut rein. Euer Pascal Miguel vom Pleaser Squad.